Heute gucken wir uns mal Template Strings in JavaScript an. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute gibt es mal wieder was für euch absolute Beginner. Was heißt, jeder, der schon ein bisschen mehr Erfahrung mit JavaScript hat, wird mit diesem Video nicht sonderlich viel anfangen können. Das ist wirklich absolutes Beginner-Thema und zwar Template Strings. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, aber es ist sehr, sehr praktisch und eröffnet eine ganz neue Möglichkeit, im Prinzip seine Syntax in einer bestimmten Weise zu schreiben. Und wir gucken uns gleich mal ein paar Fallbeispiele an. Falls ihr Probleme oder Fragen oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Hallo sagen, Fragen stellen, euch mit anderen austauschen oder einfach mal eine Runde quatschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Heute gucken wir uns an, was Template-Strings bzw. Template-Literals sind und dazu gucken wir uns erstmal an, was ein normaler String ist. Und hierzu erstelle ich jetzt eine Variable mit dem Namen oder mit der Bezeichnung Namen und hier sage ich, okay, wir weisen dem einen String zu mit dem Inhalt Tim. Also es ist einfach eine Zeichenkette, ein sogenannter String und das kann ich mit einfachen oder mit doppelten Anführungszeichen machen, hat denselben Sinn. Ich würde aber immer empfehlen, einfache Anführungszeichen zu benutzen, damit man sich nicht mit HTML in die Quere kommt, wo man doppelte Anführungszeichen benutzen muss. Deswegen einfach dran gewöhnen, direkt einfache zu nutzen. Das könnten wir jetzt hier wunderbar einfach mit einem Console-Log ausgeben und erhalten jetzt hier das Ergebnis Tim. Das Ganze kann man auch mit anderen Strings verbinden, also ich kann zum Beispiel sagen Hallo, Leerzeichen, und dann plus Name und dann kommt hier am Ende raus Hallo, Tim. Das funktioniert alles wunderbar und ich kann diese Verkettungen auch unendlich in die Länge ziehen. Es wird nur irgendwann sehr, sehr unübersichtlich. Und das ist der erste Punkt, wo ein Template Literal oder ein Template String uns helfen kann. Aber wie schreibe ich denn überhaupt so ein Template Literal? Hier oben in unserer Variable lösche ich das mal raus und erschaffe mir jetzt hier zwei sogenannte Backticks oder Grabs. So heißen sie in Deutsch, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, den Ausdruck zuvor. Bevor ich für dieses Video ein bisschen recherchiert habe. Ich nenne sie Backticks, kann ich nur empfehlen, weil es ist Englisch und danach, also so werden sie halt auch bei Stack Overflow und überall benannt, lernt also am besten die englischen Ausdrücke. Hier drin kann ich jetzt aber auch ganz normal Tim schreiben und ihr seht hier unten unsere Funktion funktioniert weiterhin wunderbar, ohne dass wir Probleme erzeugen. Allerdings haben wir jetzt einige Features, wenn wir hier unten unseren Template-String oder unseren normalen String durch einen Template-String ersetzen und hier Hallo, Schreiben funktioniert weiterhin. Wir können jetzt aber hier den Namen rausnehmen und hier wunderbar einfach JavaScript-Ausdrücke in einem String verwenden, ohne dass wir diesen auflösen oder miteinander verketten müssen. Und das können wir mit diesem Dollarzeichen und den beiden geschweiften, mit den beiden geschweiften Klammern. Hier drin können wir aber nicht nur einfach einen String ausgeben, sondern wir können auch sagen zum Beispiel die Variable a und wir haben hier eine zweite Variable, die heißt b. Und wir können hier drin sagen a plus b. Und dann haben wir hallo, 10. Das funktioniert also auch wunderbar. Ohne dass wir uns irgendwie damit auseinandersetzen müssen, können wir hier auch Funktionen aufrufen. Also wir können auch sagen, okay, wir haben die Funktion add, die erwartet von uns a, b und gibt uns einfach nur a plus b zurück. Und wenn ich jetzt diese Funktion nehme und hier reinschreibe, add, und sage, hier übergebe ich a und ich übergebe b, dann rechnet diese Funktion das für uns und gibt uns das zurück. Wir können hier aber auch einen Vergleich machen. Zum Beispiel können wir sagen, wenn a gleich b ist, dann soll es uns true oder false zurückgeben. Und wir kriegen hier hallo, true oder hallo, false, wenn ich diese Zahlen nicht mehr identisch habe. Sehen wir hier hallo, false. Also wir können diesen Templates, Strings, Auszeichnungen oder JavaScript-Ausdrücke einfach verwenden. Und das ist so das größte Benefit. So, der zweite wichtige Punkt sind sogenannte mehrzeilige Zeichenketten. Und wenn wir hier einen normalen String haben, zum Beispiel HTML, nennen wir jetzt diese Variable, das ist ein einfacher String, und ich habe jetzt hier sowas drin wie eine Divbox, und hier drin habe ich jetzt zum Beispiel Text. So, das geht wunderbar, aber so ist es halt auch noch übersichtlich. Wenn man hier 30 Divboxen miteinander verkettet, sieht die Geschichte nicht mehr so aus. Und dann wird es relativ unübersichtlich. Oder auch wenn ich hier zum Beispiel Text, und dann wollt ihr einen Zeilenumbruch haben, dann müsst ihr normalen Strings mit diesem Slash oder Backslash n und dann Text. Dann wäre hier zwischen diesen beiden Elementen ein Zeilenumbruch und das könnte man wunderbar umsetzen. Template Literals können das Ganze deutlich entspannter machen. Das heißt, wir machen jetzt hier raus einen Template String
So, und jetzt können wir hier nämlich einfach Zeilenumbrüche machen, was vorher nicht ging. Das würde euch einen Error auswerfen. Und wir können jetzt hier sagen, okay, wir haben einen Div-Container. Hier unten schließt sich der Div-Container wieder. Hier drin haben wir unseren Text, Komma und hier unseren nächsten Text. Und das würde jetzt den ganzen Code deutlich übersichtlicher, deutlich besser gestalten. Und ihr könntet damit einfach, ja, einfacher arbeiten quasi. So, das wohl coolste Feature der Template Strings sind die Tag Templates. Und dazu erschaffen wir uns jetzt mal kurz einen ganz normalen String. Was heißt, hier sagen wir const, machen wieder einen Template String draus und sagen erstmal Test. Und hier drin schreiben wir zum Beispiel, hallo, wie geht es dir, Tim? So, wenn wir das jetzt hier ganz normal loggen, sehen wir, Test bleibt weiterhin Test ohne Probleme. Wir können jetzt hingehen und sagen, okay, wir schaffen uns eine Funktion, die heißt jetzt einfach mal tagged. Die erwartet von uns erstmal nichts, da fügen wir gleich aber noch einige Parameter ein für diese Funktion, sondern wir nehmen jetzt diese Funktion und schreiben hier return true. Das heißt, diese Funktion gibt uns einfach nur den Wert true, also einen boolischen Wert zurück. Und wenn wir jetzt hier vor unseren Template-String einfach nur die Bezeichnung der Funktion schreiben, dann seht ihr unten, test wird zu true. Das heißt, das, was diese Funktion, was tagged returned, wird quasi der neue String. Und das muss nicht unbedingt, wie ihr seht, ein String sein, das kann auch ein Boolean sein oder eine Zahl oder irgendwas. Aber jetzt überlegen wir kurz, was bringt uns das denn jetzt? Jetzt ist hier irgendwie unser, also wofür können wir das denn verwenden? Und das Ding ist, wir können jetzt dieser Funktion einige Werte mitgeben, zum Beispiel Strings. In dem Moment kann ich hier Strings wieder zurückgeben und jetzt sehen wir, dass wir hier ein Array zurückbekommen. Was heißt, Strings ist ein Array. Und das Schöne ist, wenn man überlegt, was das hier für Werte sein könnten, das hier könnte ja ein Name sein. Das könnte ja quasi eine Expression, also eine Funktion sein, eine Variable, irgendwas, zum Beispiel in unserem Fall ein Name. In dem Fall jetzt ist das nur nicht definiert. Das sollten wir mal eben anpassen und sagen hier mal, okay, das ist wieder Tim. Zack, und jetzt haben wir hier unser String, den wir an unsere Tag-Funktion übergeben, besteht jetzt aus zwei Werten, nämlich einmal Hallo, wie geht es dir? Also dem Bereich, bevor unsere Expression startet, und dann den Bereich nach unserer Expression. Was heißt, wenn ich hier ein Fragezeichen mache, seht ihr, das wird der zweite Wert unseres Arrays. Das ist also ziemlich praktisch. Wir können jetzt so einen String zerlegen, aber jetzt überlegen wir, was bringt uns das, wenn wir das nicht mehr wissen? Jetzt wissen wir zwar, was der String ist, aber nicht, was diese Expressions sind. Und jetzt können wir nämlich mit JavaScript ES5 beziehungsweise mit so einer REST-Syntax hier Punkt, Punkt, Punkt machen und nennen das jetzt einfach Express. So, und wenn wir das mal mit ausgeben, einfach mit Komma, gehen wir das zurück aus, beziehungsweise überschreiben das hier jetzt, kriegen wir jetzt hier den Wert zurück. Und wenn wir jetzt hier 1 drin haben, funktioniert das. Wir können aber hier genauso gut jetzt auch Nachname drin stehen haben und müssen dann natürlich Nachname auch definieren. Zack. Nennen wir den mal Müller. So, wir haben jetzt hier alle unsere Werte, alle Variablen quasi als zweiten Array. Das heißt, wir haben hier einmal die Möglichkeit, console.log strings als Array zu interpretieren und wir haben die Möglichkeit, unsere gesamten Ausgaben, welche es auch immer sind, zu interpretieren und theoretisch einen String zu überarbeiten, neu zu exportieren, neu zusammenzusetzen, um ihn dann entsprechend wieder zurückzugeben. Also hier, was man da drin alles machen kann, ist quasi endlos und ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Aber es ist ein cooles Feature, dass man quasi eine Funktion einfach davor schreiben kann, um dann quasi mit dem String zu arbeiten, um beispielsweise schlimme Wörter rauszufiltern, aus zum Beispiel einer Variablen oder so etwas oder eine bestimmte Anrede oder irgendwas zu hinterlegen, ist sehr praktisch, kann ich nur empfehlen und ja, ist ein nettes Feature, was viel zu wenig genutzt wird. So, die letzte Funktion, die wir uns angucken, sind die sogenannten Raw Strings. Ich persönlich habe dafür noch nie eine gute Verwendung gefunden. Wenn ihr eine habt, dann schreibt die doch mal in die Videokommentare. Grundsätzlich sehen wir hier einen ganz normalen String mit einem Value, das ist einfach so ein kleiner Satz und das Ganze loggen wir hier unten. Das ist nicht wirklich schwer. Wenn ich jetzt aber nach Hallo zum Beispiel ein Komma mache und ich möchte ja gerne mit Backslash n einen Zeilenumbruch und ich würde aber gerne das hier jetzt wirklich genauso, also mit diesem Slash n ausgeben, also zum Beispiel gegenüber des Nutzers, dann hätte ich ein Problem, weil das geht nicht. Der String wird hier immer interpretiert und Template Strings müssen das nicht. Das heißt, wir erschaffen jetzt uns hier wieder quasi zwei Backticks und machen hier aus dem Template String, sieht immer noch genauso aus. Wir können jetzt aber eine Funktion davor schreiben, nämlich string.raw, wieder direkt vor den ersten Backtick
Und ihr seht hier, diese Funktion wird jetzt so interpretiert, dass es diese Interpretation von irgendwelchen Sonderzeichen einfach komplett ignoriert und das komplett einfach hinschreibt, wie es da drin steht. Das gilt allerdings nicht für jede Art von Ausdruck. Was heißt, wenn ich hier wieder JavaScript reinschreibe, zum Beispiel 5 plus 10, dann wird das weiterhin ausgeführt und hier reingeschrieben. Das gilt quasi nur für solche besonderen Zeichen, wenn ihr die in irgendeiner Form ausgeben wollt. Wie gesagt, wofür das so richtig sinnvoll ist, weiß ich leider nicht. Ich persönlich habe es bisher kaum verwendet und auch nicht wirklich einen Anwendungsfall dafür gefunden, als ich darüber nachgedacht habe. So, das war schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Und sonst, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort auch jede Menge Links zu Social Netzwerken, wo ihr diesen Channel supporten könnt oder einfach mir mal schreiben könnt. Ansonsten findet ihr dort auch Affiliate-Links, wo ihr diesen Channel mit Geld etwas supporten könnt, wenn ihr bei Amazon was kauft oder so. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.